Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zum stressigen Bärensimulator, wo wir uns vor einem riesigen, mordlustigen Bären verstecken. Kann er sich jetzt nicht mehr entscheiden, wo er hin will? Ist noch eine Mini-Höhle. Ich gehe mal wieder hier rein. Oh mein Gott. Da ist noch eine Mini-Höhle. Habt ihr das gesehen? Dann können wir uns zumindest ein bisschen verstecken. Also so nicht. Oh Gott, ich muss mal kurz was trinken. Okay, ich habe kurz was getrunken. Er weiß nicht, wo der Bär hin ist. Da ist er. Wir machen jetzt einfach hier nach drüben. In der Hoffnung, dass wir da irgendwie zurande kommen. Sehr nett von denen, dass sie trotzdem hier so kleine Wege freigelassen haben und es nicht vollkommen... Okay, ich glaube, hier findet. Also, er findet uns vielleicht schon hier. Aber er kriegt uns nicht. Ich sehe nicht, ob. Ich glaube, da hinten ist keine Höhle, oder? Ist natürlich jetzt die Frage, wo. Der Speer ist so nah. Da vorne irgendwo. Ich dachte gerade, da ist vielleicht auch noch eine Höhle, aber ich glaube nicht. Kommt der Bär wieder? Very stressful. Aber gut zu wissen, da hinten auch noch ein bisschen beschäftigt ist. Okay, wo ist er denn jetzt? Alter, ich höre einfach gar nichts mehr. Er ist nicht in Hörweite. Ich gehe hier runter. Hier auch nichts. Wahrscheinlich stehe ich hier gleich. Oh mein Gott. Ist das stressig. Der muss irgendwo da hinten sein. Wäre jetzt natürlich auch interessant zu wissen, wie der Bär eigentlich in diese Höhle reinkommt, weil das sieht ja schon sehr nach unwegsamem Terrain aus. Where is it? Sind wir jetzt an dem Teil, wo er sich versteckt und wir den Speer ergreifen und er dann auf uns zu rennt? So richtig cinematografisch? Aber er war schon immer die ganze Zeit sehr lange da hinten, ne? Da ist er. Da kommt er.
glaube, der ist hier direkt vor der Höhle. Aber gab es nicht auch eine Runde, wo er dann hier nach drin läuft? Also nach hier? Oh, fuck. Lol. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Na, Meister Petz? Also er geht jetzt halt auch sehr nah an mir vorbei. Fuck, ist das stressig. Jetzt erstmal einfach hier drin. Ah! Willkommen zum Höhlenhock-Simulator 2022. Alter. Ich glaube, der ist direkt hier vor der Höhle. Also vor diesem kleinen Unterschlupf. Wahrscheinlich darf ich mich auch nicht so viel bewegen, weil dann hört er uns natürlich. Okay, er frisst. Eklig. Aber da... bleibt er wahrscheinlich nicht ewig. Um nicht zu sagen, nur sehr kurz. Ist das eine Höhle oder... da ist noch eine Höhle. Das ist ja schön. Definitiv. Dich der Bär nachher zerfleischt, wird es auf jeden Fall praktisch werden. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das eine Höhle ist, aber ich weiß es halt nicht. Ja. Jetzt guckt er erst da mal noch ein bisschen nach. Das ist eine Hülle. It has to be. Yes. Ach, Alter. Da ist noch eine. Jetzt habe ich gar keinen Überblick mehr, wo er ist. Und hoffe einfach, dass es weit genug weg ist. Dass er nicht direkt um die Ecke kommt. Kann hier nicht im Kreis laufen.
Okay, wir haben es jetzt hier einmal außen rum geschafft und wir haben halt immer noch nicht geschafft, diesen Speer zu kriegen. Und er liegt da vorne. Natürlich direkt auf dem Präsentierteller. Ist ja wohl logisch. Da ist er. Und da ist der Bär. Und jetzt kommt er nämlich wieder hierher. Bleibt er da hinten erstmal? Ich probiere es jetzt einfach. Sonst schleichen wir hier ewig rum und erreichen überhaupt nichts. Schleichen auf Schnee, ne? Eigentlich komplett unmöglich. Gotcha. So. Jetzt sind wir nämlich geliefert. Muss ich den jetzt töten? Ist die Frage. Ich kann, glaube ich, immer noch nicht speichern. Das schaue ich gleich nach. Nope. Ist es denn jetzt? Nee, ich muss immer noch zurück zu Dingsbums. Jeremiah. Deswegen probieren wir das. Obwohl es natürlich schon eine Genugtuung wäre, diesem Viech, diesem Bären, jetzt. Oh lol. Hier geht es einfach nicht weiter. Hä, wo soll ich denn jetzt hin? Da hat er seine. Ich möchte ja nur sagen, dass ich diesen Bären gerne, da ist er, den Speer in den Nacken rammen würde. Wie soll ich denn hier rauskommen? Ich weiß gar nicht, ob es abgespeichert hat. Oh. Soll ich jetzt wieder zurückschleichen, oder? Ich sehe halt auch nicht, wie ich hier rausklettern könnte. Also maximal über diesen komischen verschneiten. Aber das ist doch völlig bescheuert. Immerhin sind wir jetzt nicht mehr wehrlos. Sobald uns der Bär also sieht, können wir ihn zumindest vertreiben. Mit einem beherzten Speerstoß in sein Bärengesicht.
Ob der wohl gleich rausfindet, dass hier der Speer weg ist? Da ist der Ausgang. Na, dann gehen wir wieder zurück. Gott, ist das nervig. Gut, dass wir erst ein bisschen durch die Gegend geschlichen sind. Da hinten ist der Ausgang. Ich möchte es trotzdem nicht unbedingt riskieren, auch wenn mir klar ist, dass wir den Bären früher oder später töten werden. Töten müssen. Man muss es ja auch nicht herausfordern. Kann ja auch einfach ein bisschen entspannt machen. Hat er jetzt gemerkt, dass der Speer fehlt und geht nicht mehr? Tatsächlich, glaube ich. Oder er hört uns halt die ganze Zeit, weil wir halt nicht weit entfernt sind. Das könnte natürlich auch sein. Alter. Er hat jetzt einfach seinen Schwerpunkt hier rüber verlagert, damit wir es schwerer haben, rauszukommen. So, jetzt ist sie direkt nebenan. Oh Mann. Ich bin da schon ein bisschen entspannter, weil es jetzt schon... Das schon so lange geht. Auch wenn es natürlich... Also ich muss sagen, die Musik ist schon trotzdem... stressig. Jetzt gucken wir mal hier rüber, ob er seinen Arsch wieder hier wegbewegt hat. Keine Ahnung. Lässt sich jetzt auch nicht so viel draus schließen. Vielleicht wartet er auch einfach hier so vor der Höhle. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Wir gehen jetzt hier rüber. Nee, das ist ein Stein. Lol. Macht er den alten Trick mit guck mal nach oben? Der ist nicht wieder davor gekommen. Der muss eigentlich auf der anderen Seite sein. Da ist er schon mal nicht drin.
Alter. Stressy. Stressy depressy. Kann ich da nicht raus? Warum nicht? Muss ich den Typ... Nein. Ich muss wirklich die Konfrontation mit dem suchen. Ich kann halt nicht hüpfen. Oder? Nein, ich kann nicht hüpfen. Aber ich komme dann nicht hoch. Also, muss ich jetzt ernsthaft? Okay, also, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit in dieser Folge. Ich denke, wir werden jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn wir dem Bären in die Arme laufen. Tendenziell das, was draußen auch passiert ist. Hey yo, Bitch! Come at me, Bro. Guck mal, was ich dir schon für ein paar hübsche Wunden beschert habe. Du wirst jetzt noch ein paar mehr kriegen. Ja, da in deine kleinen Fettfalten rein. Wir können das gerne noch ein paar Mal machen. Keine Sorge. Mein Klickfinger ist bereit. Aufs Maul! Ich will aus dieser Höhle raus. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich fürchte nicht. Da geht's nicht weiter. Oh, wir haben gar keine... Bisher waren es dreimal. Wahrscheinlich sind es jetzt mehr als dreimal. Oder halt nicht schaffbar. Wenn es halt gar nicht klappt, dann sind wir sofort tot. Das ist ein bisschen doof. Aber die Animation ändert... Ich wollte gerade sagen, die Animation ändert sich auch nicht. Oh, wie er gerade noch gejammert hat. Bitch, du wolltest mich umbringen. Ist dir eigentlich klar, dass ich gar kein Mitleid mit dir habe? Guck mal, den Federn. I'm sorry. Nein, nein, nein. Such a majestic creature. Nein, sind wir nicht. I didn't want to kill you. But this new world will make murderers of us all. Wir kennen sie, Alter. Wie kannst du denn so? Ach, egal. Er hat natürlich schon irgendwo recht. Ist nicht fair, dass wir den Bären umgebracht haben. Is dead. Oder umbringen mussten. Unser ganzes Essen ist einfach verlustig gegangen, ne? Weil der Bär uns entfüttert. Das gute Steak. Das gute, tiefgekühlte Steak. Good, you're up. Du auch. What happened? Passed out. I let you rest since I needed time to fix the radio. Ha! And what did I tell you? Those transponder parts did the trick. Die hatten wir natürlich noch dabei. You did good, Mackenzie. You did good. Signal strength looks like it might be sufficient, but who knows how long it'll last with this unpredictable aurora in the sky. Okay. So can we call Perseverance Mills? I've already set the frequency. Just toggle the call button and cross your fingers. Okay, cross your fingers. Aber natürlich erst in der nächsten Folge. Bis nachher.